begrüße ganz herzlich auch die Künstler, die uns sehr, sehr viel geholfen haben bei der Vorbereitung und sehr engagiert hier die letzten Tage verbracht haben. Durchaus möglich zu den Künstlern selbst, der Gertrud Peters mit dem Kurator dieser Ausstellung gleich etwas sagen. Annyeong Haseyo und herzlich willkommen zu Bibimbap. Zu essen gibt es dieses koreanische Gericht überraschenderweise heute auch. Aber die Künstler und Künstlerinnen haben den Titel ausgewählt, weil als Sinnbild für ihre Ausstellung, die wie ein gelungenes Bibimbap aus verschiedenen Zutaten zu einem harmonischen Ganzen werden soll und auch geworden ist. Bibimbap wird in Korea in einer großen Schüssel serviert und diese Schüssel ist für die nächsten Wochen der Bankkeller. In den letzten Tagen waren die 10 Künstlerinnen und Künstler damit beschäftigt, sie zu füllen. Und was wir heute sehen hat, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, sehr viel mit koreanischer Kultur zu tun. Mehr noch aber mit der grenzenlosen Kultur von Sehen, Hören und Fühlen. Und um es nochmal kurz zu erwähnen, wenn wir von Korea sprechen, meinen wir das demokratische Südkorea. Wie in den meisten älteren Hochkulturen wurden große Bereiche der koreanischen Kunst von Religion bestimmt und religiöse Vorstellungen bestimmen den Sinngehalt der Werke in hohem Maße auch und auch die Form. Das Land der Morgenstille, wie Korea genannt wird, hatte nacheinander schamanische, buddhistische und konfuzianische Herrscher. Und bis heute ist Korea, zumindest in der Provinz, das am stärksten von der sehr sittlichen Lehre des Konfuzius geprägte Land. In Sokyung und Sokyung-Yang brachten einen Wagen voll gebrauchter Monitore und Medienmöbel mit. Sie benutzen Sterne für ihre Möbelserie, die eine ständig aktualisierte Erzählung ihres eigenen Lebens ist. Auf diesem Bildschirm laufen Programme ab, die der Betrachter mit der Maus beeinflussen kann, sodass aus dem elektronischen Puzzle immer neue Bilder entstehen. Nebenan, nebenan gibt es einen Computertisch der beiden mit den ausgewählten Profilen der Künstler und sie finden darin einen Bildschirm, auf dem sich Yang Yubang eröffnet, der virtuelle Raum, der eine Kopie sein könnte des realen Lebens, in dem das Paar Yang Ju lebt. Yang Yubang hat bis in banale Alltagskleinigkeiten, die ganze erforschen. Man kann mit der Maus durch alle Räume gehen, den Kühlschrank öffnen, etwas kochen, die Klospülung ziehen, in den Archiven der beiden Künstler stöbern. Gehen wir dann auch bald alle zu sehen, sein werden bald hier auch wieder gefilmt und dann verschwinden. Alle Künstlerinnen und Künstler haben in den letzten 10 Tagen unglaublichen Einsatz gezeigt. Dafür möchte ich allen ganz, ganz herzlich danken. Besonderer Dank geht auch an Gerold Schülke und Kaeshan Kim für ihre Beharrlichkeit und ihr Wissen, ohne dass wir das bestimmt nicht hinbekommen hätten. Doshan Kim, Shuno Park, Miriam Kim, Insuk Kyu und Sukyun Yang haben bis heute Nacht an den Katalogen und CDs gearbeitet, die sie dann käuflich erwerben können. Die meisten abgebildeten Fotos machte Ivo Faber honorarfrei aus Liebe zur Kunst. Das Plakat sponserte das Hotel Ufer und die Firma Maya Flavas Kriegsteil. Vielen Dank für die große Hilfe und viel Vergnügen.